passieren kann. Also, eines der Dinger ist, kleine Demos machen. Wieso klein? Wenn zwei Leute daneben stehen oder einer vielleicht sogar mit einem Mikro da ist und es hören noch fünf Leute zu, sind das meistens fünf mehr als auf einer großen Demo. Weil die große Demo wird oft von der Polizei so abgeschottet, dass keiner die Informationen kriegt. Weil genau das ist das, worauf die Polizei achtet. Es gibt Städte, wo es anders ist, aber im Allgemeinen ist das so. In Hannover zum Beispiel ist es so, dass man da durch drei Schleusen muss, damit man zur Demo kommt. Man kommt sich vor wie in einem Sicherheitsgefängnis. Das ist kein Scherz. So, also dreht es um, macht ganz klitzekleine, kein Arsch, wird euch bemerken. Aber die Information geht an viel mehr Leute. Macht das an verschiedenen Teilen der Stadt und schon habt ihr eine richtige Informationsflut. Das ist das Erste. Das Zweite ist, macht kleine Umzüge oder Autokursus. Aber bitte immer kurz und knapp, weil, wenn ihr versucht, Sarkasmus reinzubringen, ihr fahrt und die Leute kriegen, ja, impfen ist gut und danach kommt, ne, also für die, die sich umbringen wollen, dann hören die das, für die, die sich umbringen wollen, die meisten gar nicht. Und die hören während des Fahrens, ja, impfen ist gut. Ja. So, die kriegen die Message nicht mit. Zumal ja der Zynismus eh kommt, genau, nicht weiterhilft. Oft. Genau. Deswegen macht ganz klitzekleine Nachrichten. So, ich habe beim letzten Autokurs auch hier in Berlin, es gibt die mächtigsten drei Worte auf diesem Planeten sind: Ich liebe dich. Sagt es immer wieder, sagt es euren Kindern, Enkeln, sagt es den Großeltern, den Eltern. Was passiert? Die Leute kriegen auf einmal einen Touch, ach ja, scheiße, ich muss auch an meine Großeltern denken, ach ja, ich muss. Und dann erzähle ich, vergesst die Leute nicht im Seniorenheim, weil die sind weggesperrt, die brauchen Nähe. Was ist mit Behinderten? Die wurden weggesperrt und zwar richtig lange. Es ist so, und das ist kein Scherz, laut den Menschenrechtskonventionen ist es so, dass alles, was über 4 Tage Isolationshaft ist, ist Folter. So, das kennt man von Julian Assange, der wird gefoltert. Deswegen, das war, das ist ganz offiziell, das ist nicht irgendwas von mir. So, die Behinderten, die wurden 6 Wochen oder 4 Wochen weggesperrt. Das ist, 2 Wochen ist die Höchststrafe, die man einem Menschen antun darf. So gibt es Senioren, die im Seniorenheim in ihrer eigenen Fäkalien quasi gestorben sind, weil keiner da war. Ich sage den Leuten, geht hin. Was sagen sie dann? Was sagen die Gegner? Du lügst. Du lügst. Ja, ja, das auch. Aber die sagen, du lügst. Und dann sagen, ich lüge, kann man ganz einfach beweisen. Geh doch hin und guck's dir an. Geht in Kontakt mit denen. Versucht wieder was ganz anderes zu machen. Es gibt noch weitere Sachen, die man machen kann, die komplett in eine ganz andere Richtung haben. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das Helferprojekt kennt. Ja. So, in diesem Helferprojekt geht es darum, dass man sich hilft, gegenseitig. Und da geht es nicht um Politik. Da geht es gar nicht um Politik. Da möchte ich auch kein Corona hören. Ich möchte es nicht. Warum, kann ich euch sagen? Weil es eher darum geht, die Menschen wieder zusammenzuführen. Weil wenn wir die Menschen anfangen, wieder zusammenzuführen, fangen die eine Sache an. Die fangen an, wieder miteinander zu reden. Und wenn die anfangen, miteinander zu reden, dann fangen sie an, wieder menschlich zu sein. Weil automatisch bauen wir eine Verbindung auf. Und diese Verbindung ist das, was wichtig ist. Das ist das, was man kappen will mit der Isolation. Weil man kann die Leute nur so führen, was sie momentan machen, wenn man sie isoliert. Ja. Das ist genau das, was sie machen. Genau. Woran merkt man das? Ganz einfach. Geht mal raus. Wenn es keine Demo ist, die mit Corona zu tun hat, stehen die so beieinander. Schulter an Schulter. Es interessiert die keinen Scheiß. Wenn du sagst, aber ich bin Corona-Gegner, gehen die 2 Meter von dir weg. Ja. Und hier sollten wir Maske tragen. Ja. So, und das ist das, was man überall merkt. Also, wenn man Abstand hält und Maske, das ist eine Art der Folter und gleichzeitig eine Erinnerung, warum man das macht. Dreht die Sache um. Geht raus. Was ihr braucht, sind gute Ideen. Und kommt nicht an mit irgendeinem Scheiß. Ja, wenn ihr mit Nebenthemen Schauplätze ankommt, wie, was weiß ich, hab, keine Ahnung, das bringt die Leute durcheinander. Benutzt die offiziellen Worte. Chemtrails gibt es natürlich nicht. Es gibt keine Chemtrails. Das nennt sich Geoengineering und das ist offiziell. Benutzt das Wort Geoengineering. Benutzt die Worte, die die benutzen. Kommt nicht an mit KenFM hat gesagt. Kommt an mit ZDF hat gesagt, dass eine Studie gibt, Essen, Duisburg, 190.000 Leute wurden getestet. Also die Studie geht. So, und da wurde herausgefunden, dass der PCR-Test keine Übertragung feststellen kann. ZDF, die öffentlich-rechtlichen, und wiederholt es, die öffentlich-rechtlichen sagen, guckt euch zum Beispiel die Anstalt an. Auch wenn die für Impfungen sind, es ist so, dass offiziell, das ist kein Scherz jetzt, offiziell sind die Maßnahmengegner, beschuldigen die Regierung, dass sie Scheiße baut. Die Anstalt, die für Impfungen ist, die ist sogar für Massenimpfungen, beschuldigt die Regierung, dass sie Scheiße baut. Es ist also scheißegal, ob ihr für oder gegen Impfungen seid. Beide sagen, dass die Regierung Scheiße baut. Dann nimmt doch genau das. Nimmt doch genau das, wo die Leute vorgeframed wurden.
Lobbyismus ist vorgeframed. Anstatt zu sagen, Bill Gates, fangt an zu sagen, Lobbyisten. Die Framing ist doch schon da. Benutzt genau diese Frame. Versucht die Sprache der Leute zu nehmen, die nicht bei uns sind. Hört auf, Pandemie zu sagen. Fangt an zu sagen, die Bundesregierung.de sagt. Wenn ihr so anfangt zu reden, haben die ein Problem. Die sagen, du lügst. Ich habe so einen Stapel Papier, das habe ich am 1.8. letztes Jahr hier gezeigt. So ein Stapel Papier, ausgedruckt. Wo drinnen steht, dass es alles offiziell so gemacht wird. Fangt an, anders zu handeln. Das heißt, kleine Demos bringen mehr. Öfter anmelden, also jeden Tag, dass jeder immer, also dass sie ständig beschäftigt sind, dass sie ständig Polizeiwagen richtig haben müssen. Ja. Was ihr noch machen? Bürokratie stark, ja. Zu Bürokratie. Ja. Was ihr natürlich nicht machen dürft, ist, ihr dürft nicht bei einer Großstadt 10 Großdemos anmelden und die Versammlung findet ganz woanders statt. Sowas solltet ihr definitiv nicht machen, ist das klar, ja? Aber versucht euch da irgendwas einfallen zu lassen. Bitte macht keine Straftaten, das ist ganz wichtig. Und auch ist es absolut blödsinnig, zum Beispiel bei U-Bahnen Demonstrationen zu machen, wo zum Beispiel keine Wasserwerfer hinkommen. Das dürft ihr nicht, das ist natürlich, sowas bitte nicht machen. Aber es gibt andere Ideen, die man machen kann. Was weiß ich, eine normale Demo halt anmelden.